suche mein wahres Wesen. Wo könnte ich es finden? Wie komme ich überhaupt darauf, dass es etwas wie ein wahres Wesen gibt? Erlebe ich mich als ein falsches Wesen, als ein unwahres Wesen, als ein zweifelhaftes Wesen, hinter dem vielleicht noch etwas Wahrhaftiges sein kann? Also, wo ist es jetzt, das wahre Wesen? Und wieso denke ich, ich würde das nicht wahrhaftige Wesen leben? Wieso zweifle ich an mir, an den Umständen, an der Idee, dass ich eine Person bin, dass diese Person eine Maske ist und nicht mein wahres Wesen? Und wo sollte ich das wahre Wesen finden? Ist es vielleicht nicht auch nur eine ideologische Idee, die es gar nicht gibt? Vielleicht gibt es gar kein wahres Wesen, sondern nur die Erfahrung von einem falschen Wesen. Und das wahre Wesen tritt nie in Erscheinung und kann nie eine Erfahrung sein, ist nicht erfahrbar. Da sich alles eh verändert, kann das wahre Wesen etwas sein, was sich ständig verändert? Das wahre Wesen ist die Veränderung. Das wahre Wesen hält von nichts an. Es transmutiert ständig seine eigene Form. Ha! Klänge! Ha! Geräusche! Und das falsche Wesen ist wesenslos, denn es ist nicht beständig, sondern nur ein trügerischer Schatten, der auf der Leinwand tanzt und sich nach seiner wahren Identität sehnt. Denn die falsche schmerzt so, ist so leidvoll, will nicht gewollt sein von sich selbst. Nun, wo ist das wahre Wesen jetzt? Das, was nicht kommt und nicht geht, das, was nicht durch einen Umstand bedingt ist, das nicht getrübt werden kann, das noch nie einen Makel erlitten hat, das nicht einer Veränderung unterliegt, das nicht geboren wurde, das nicht sterben kann, das nie verletzt wird, das nie getötet werden kann. Das, was vor und jenseits allen Erfahrungen schon seiner selbst ist, das nichts wissen muss, um zu sein, das nichts tun muss, um zu sein, das nichts unterlassen muss, um zu sein, das nicht mal irgendwie sein muss, um zu sein. Ah!